Das ist gut. Warum pfeifst du nicht einfach ein lustiges Lied? Ich habe eine Pfeife erfunden, die die Lippen grün färbt. Niemand mochte sie. Bernhard, du bist ein Genie. Vor allem auch überhaupt die Möglichkeiten. Vielleicht hilft etwas Gymnastik. Vielleicht hilft etwas Gymnastik. Als ich das letzte Mal Gymnastik machte, habe ich meine Milz verrenkt. Ja, verrenk du dir mal die Milz. Lass uns über Philosophie reden. Gut, hier ist meine Philosophie. Das Leben ist komplett sinnlos, speziell meins. Nietzsche wüsste bestimmt einiges dazu zu sagen. Wem kümmert's? Philosophen sind alle Versager, die es nicht geschafft haben, so wie ich. Oh, da würde Nietzsche aber auch was zu sagen. Nette Musik spielen Sie hier, oder? Es ist aus der Fahrstuhl-Klassik-Serie. Es scheint so, als ob dieses Lied den ganzen Tag läuft. Ich war noch nie so deprimiert. Was soll ich jetzt noch machen? Puh, du siehst deprimiert aus. Puh, du siehst deprimiert aus. Was hat dich darauf gebracht, Schlaumeier? Ja, er antwortet einfach. Die hängenden Schultern und das lange Gesicht? Ich habe eine Krise. Kummer ohne Ende. Ich bin ein Neuheitendesigner. Ich hatte ein paar gute Ideen. Der explodierende Lutscher, juckende Schwarzpulver, umgedrehte 3D-Gläser und vieles mehr. Das Problem ist, niemand mag meine Entwürfe. Ich hab's überall probiert, aber keinen interessiert's. Ich wünschte nur, wenigstens einer würde die Sachen gut finden. Einmal nur. Ja, jetzt komm, Bernhard, das erste Mal, dass du was Nettes sagst. Ich mag deine Designideen. Nun, ich meinte nicht dich. Autsch. Was sagtest du noch, machst du? Ich bin ein Neuheitendesigner. Das Problem ist, niemand mag meine Entwürfe. Ich hab's überall probiert, aber keinen interessiert's. Ich wünschte nur, wenigstens einer würde die Sachen gut finden. Einmal nur. Na, dann fragen wir halt doch danach. Sind hier zufällig irgendwo Pläne für eine Superbatterie? Superbatterie? Das hört sich noch schlechter an als meine Ideen. Dann eben nicht. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ja, mehr können wir nicht. Wir kommen ja nicht rein. Vielleicht können wir den aufwecken? Nur lieb anstupsen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Wir können ihm auch die ganzen 50er schenken. Besser nicht. Wieso nicht? Kommunismus, Junge. Wir teilen alles mit allen. Auf geht's, ab in den Keller. Wir können jetzt eigentlich mal jetzt langsam die Matschmaschine ausstellen, bevor hier noch mehr da. So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Ja, aber... Sieht aus wie ein Generator, angetrieben von einer Tretmühle. Wow, schau mal. Hammer, krass. Gut, wenn wir Strom brauchen, müssen wir wie... Ah, hier. Tudu. Es ist Dr. Fritz' Plan für die Superbatterie. Sie ist in der Lage, 1 Gigavolt zu speichern bei einer Ladezeit von 0,1 Sekunden. Wow. Ja, toll. Und das ist hier? Und warum ist das noch nicht in unseren Smartphones? Ich habe die Pläne. Schnell! Wir müssen sie zu Hogi spülen. Wie wollen Sie das machen? Meine genialen Superbatteriepläne, bitte. Sie haben sie wirklich weggespült? Ja! Durch die Toilette. Nein! Durch die Zeit! Mit Hilfe der Zeitfluss-Strudelkammer, die ich in jedes Chrono-John eingebaut habe, kann man kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Ich würde behaupten, dass... Hallo? Dr. Fred? Können Sie mich hören? Mist! Haben Sie etwas gehört? Nö. Mal sehen, ob... Wie hieß er noch etwas merkt. Jetzt lass mich doch reden. Ich würde behaupten, dass Schall durchaus bewegt. Na prima.
Ich sitze in der Kolonialzeit fest, die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Ugi, komm hier rüber. Hier ist dein alter Kumpel Dr. Fred. Dr. Fred? Wie bist du da reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hoagy. Bring sie zu Red Edison. Er ist mein Urgroßvater. Er wird wissen, was zu tun ist. Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen. Wenn du meinst, Bernhard. Guter Junge. Hat er Erfahrung mit Elektronik? Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte. Zeit für mich, die Welt zu retten. Genau, so war das. Zum Beispiel das jetzt, auch wenn das vielleicht so wirkt, als ob ich erst alles zeigen wollte. Ich hatte keine Ahnung mehr, wo das Teil ist. Bäh, das stinkt. Sagt der Mettler, Alter. So, Dosenöffner. Patentanmeldung hat er mit. Die alten Toiletten. Kumquats. Kumquatbaum. Dann mal ab zum Gasthaus. Er ist total verschmutzt. Wie ärgerlich. Vielleicht doch da unten hingehen? Geschlossen. Ja, dann öffne doch. Ich kann es nicht öffnen. Warum nicht? Ich will nicht. Gerade konntest du nicht. Ich kann es nicht öffnen. Ui. Hey, der Pony Express. Ich bin sogar ein bisschen erschrocken. Hammergeil. Genau, hier ist nämlich eine Mumie. Ist natürlich nicht Ted, weil Ted ist ja Bernards Cousin, wenn das stimmt. Aber anscheinend... Ja, er kratzt sich den Bauch. Aber anscheinend... sind Mumien wohl gestanden? Was denn los? Standard bei den Edisons. Keine Lust auf Reden, was? Schweigegelübde oder so, richtig? Hey, das ist cool. Bis später, Kumpel. Okay, mit dem rede ich aber erst später. Vielleicht, wenn ich wirklich mal auch nichts weiß. So, wie ihr das schon seht, es sieht hier ziemlich ähnlich aus. Gehen wir erstmal durch die Tür. Es ist nämlich das selbe Haus, nur 200 Jahre früher. Jupp. Hallo. Was ist los? Kalt? Kalt? Ich friere. Warum macht ihr kein Feuer? Ich bitte Jefferson ständig um ein Feuer, aber er will nicht. Sagt, er braucht den Holzblock für die Nachwelt und will ihn nicht hergeben. Er gibt den Holzblock hungernden Kindern? Ich werde einfach nicht beachtet. Ich wette, wenn George, ich war einen Winter lang in Valley Forge, Washington, kalt wäre, bekämen wir ein Feuer. Was macht ihr Jungs hier? Wir schreiben schreiben die Wir entwickeln eine Verfassung für die Vereinigten Staaten. Sag nicht entwickeln, sonst wird mir noch kälter. Flasche. Warum trinkt ihr keinen heißen Kaffee? Ich hasse Kaffee. Er macht mich ganz nervös und dann werde ich ganz zappelig. Ja, das ist Kaffee. Schon mal Entkoffinierten versucht? Ich spreche von Entkoffeinierten. Oh, ja, doof. Solltet ihr Jungs nicht arbeiten, statt nur rumzusitzen? Blackout. Uns fällt nichts mehr ein. Deswegen haben wir da die Vorschlagbox hingestellt. Für die Verfassung. Du hast nicht zufällig eine gute Idee, oder?
keine Musik in Aufzügen. Keine Musik in was? Hä, hey, habe ich nicht gerade auf ein freies Butterbrot für Rowdies geklickt? Habe ich doch, oder? Warum unterschreibst du so groß? Astigmatismus. Ich sollte mir dringend angewöhnen, nicht zu sprechen und vorher zu klicken oder währenddessen. Das funktioniert nicht. Dann dauert das Spiel halt ein bisschen länger, aber man versteht mich wenigstens. Also, die drei Leute, die zugucken. Wirklich? Zeig mal deine Hände. Okay, die Wahrheit ist, dass mir mal ein Freund sagte, Frauen würden auf Männer mit großer Unterschrift stehen. Tolle Decke, Mann. Dankeschön. Die habe ich von meiner lieben farbblinden Tante Hetty. Ich muss gehen. Ja, er muss gehen. Thomas Jefferson. Hey, großer langer Mann. Mein Name ist Hogi. Sehr interessant. Ich bin selbstverständlich Thomas Jefferson, berühmter Gelehrter, Musiker, Reiter, Student der Wissenschaften, Mitglied der Bar. Oh, sicher. Ich habe von dir gehört. Ja, das ist Hogi. Was ist da drin, Tommy? Thomas, mein Name ist Thomas. Und dies, mein Freund, ist eine Zeitkapsel. Gefüllt mit Erinnerungen an unsere Zeit, um später entdeckt zu werden. Hey, sag mal, ist das die Verfassung? Im Moment ist es nur eine Verfassung, leider. Wir hatten einen kleinen kreativen Blackout nach der Präambel. Deswegen haben wir da vorne die Vorschlagbox. Sag dich schon, dass du da tolle Sachen trägst? Nun ja, ich studierte in Virginia Mode und Design mit dem Hauptfach Kragentheorie. Ich war Kapitän der Hochschul-Halstuchmannschaft. Das ist wirklich imponierend, Tom. Thomas. Ach ja, schön. Ich liebe deine Arbeit über die Unabhängigkeitserklärung. Ach, danke. Was hat dir am meisten gefallen? Puh, was hat mir am meisten gefallen? das ist gut. Ich mochte die S, die wie Fs aussehen. Aha. Ja, mach mal mit dem Feuer für Hancock, ey. Könntest du bitte ein Feuer machen? Ich würde dir gerne helfen, junger Mann, aber es geht nicht. Das ist der einzige Holzblock und er ist für die Nachwelt. Ja, ehrlich mal. Wie kannst du Hancock so leiden lassen? Ein richtiger Mann wärmt sich an seinem Geist. Hör dir Georges Erfahrungen im Valley Forge an und lern daraus. George? Bis später. George? Was? Was passiert später? Der George. Und es ist ja wirklich George Washington. Entschuldigung. Ja? Boah, du siehst aus wie George Washington. Laut Mrs. Washington sogar ziemlich. Wahnsinn. Na klar. Bist du nicht der Präsident oder sowas ähnliches? Ja, ich erwarte, zum Präsidenten gewählt zu werden. Ich habe sehr gute Verbindungen. Was meinst du, soll ich der Ökologie- oder der Bildungspräsident werden? Also, ich kann ihm eins verraten. Er wird gewählt. Hängt davon ab, wie viele... Hängt davon ab, wie viele Kirschbäume du gefällt hast. Nun, ich bin in der Tat der Holzfäller. Man erzählt sich immer noch von meinen Heldentaten. Der spricht unglaublich komisch. Achtet mal auf seinen Mund. Das verwirrt mich doch immer wieder ein wenig. Ich glaube, ich sehe mir mal ein paar Bäume an. Ja, komm. Entschuldigung. Ja? Hast du wirklich Holzzähne? Ja, ich benutze künstliche Zähne. Ich finde sie besser als die ordinäre Emaille-Version. Oh, ach so. Mein Onkel Henry hat auch falsche Zähne. Beeindruckend. Ja, und jetzt sind die Hunde am Bellen. Wundervoll. Ja, einen Moment, ich bin gleich wieder da. Eben die Hunde zusammen schnauzen. Super, wieder zurück. Ja.
Wo waren wir? Ach ja, genau, hier.